Hallo Freunde, Chinesen haben mir so ein Ding zugeschickt, womit man um die 30 Wasserbomben gleichzeitig auffüllen kann. Wir testen dies heute mal mit Coca-Cola Light und mit der normalen Cola. Plus ich versuche da Mentos reinzuschmeißen und auch einmal mit Backpulver. Hier habe ich leckeren Tee, davon benötige ich nur die Teebeutel. Den Inhalt mal rausschmeißen. Und jetzt versuche ich mal etwas Backpulver reinzumachen. Ich denke, es müsste langen. Ich werde es mit einem Gummiband befestigen. So sieht mein Kunstwerk jetzt aus. Hoffentlich fällt das bei mir jetzt nicht rein. Irgendwie schaffe ich den Deckel dann nicht drauf zu drehen. Ah, es ist nass geworden. Es geht los. Ich kriege den Deckel da nicht drauf. Die ganze Cola geht daneben. Die sind bei mir leider nur so groß geworden. Da ist viel Gas reingekommen. So zieht man die einfach ab und die Wasserbomben sind sofort dicht. Schaut mal, mein neuer Anti-Stress-Ball. Lass die mal hier an die Wand schmeißen. Eins, zwei. Hä? War das eine Kokosnuss? Versuch Nummer 2. Jetzt sind die Mentos an der Reihe. Ich werde so um die 5 Stück da reinschmeißen. Ich rolle die leicht zusammen und schmeiße die dann in die Cola-Flasche rein. Ich habe jetzt entdeckt, dass das Teil überhaupt nicht an die Flasche passt, denn ich habe es aus China bekommen, vielleicht haben die Chinesen andere Flaschen dort. Egal, ich versuche es selber festzuhalten. Oh, es läuft wieder so viel aus. Es ist wieder sehr viel ausgelaufen, aber die Bomben sind etwas größer geworden. Ich mache die mal ab. Also, jetzt kann man seine Hater abwerfen. Lasst uns die mal gegen die Wand werfen. Hä? War das wieder eine Kokosnuss? Irgendein Hater wirft aus dem Wald mit Kokosnüssen nach mir. Also, ich lasse euch den Link von den richtigen Wasserbomben mit richtigen Verschluss in der Beschreibung. Teilt das Video mit deinem Hamster und wir sehen uns morgen. Ciao.